Herzlich willkommen zum 111. Netzpolitischen Abend hier auf der CBase. Es freut mich wirklich sehr, dass so viele Leute erschienen sind, dass ihr erscheinen durftet. Mein Herz geht auf, dass wieder Leute im Publikum sitzen. Das ist wirklich ein wunderschöner Anblick. Unser Hashtag für heute Abend lautet NPA111. Falls jemand Lust hat, sich auf Twitter einzubringen, wir freuen uns natürlich immer über Fragen, Anmerkungen, Feedback und Kommentare. Wenn die auf Twitter mit dem Hashtag gestellt wurden, dann können wir die nämlich auch beim Netzpolitischen Abend heute berücksichtigen. Und dann gibt es noch eine andere Anmerkung. Und zwar hatten wir während der Corona-Zeit unseren 10-jährigen Geburtstag und unseren 100. Netzpolitischen Abend. Den konnten wir nicht in so einer großen Runde feiern. Deswegen würden wir heute gerne mit euch anstoßen, nachdem der Netzpolitische Abend zu Ende gegangen ist. Und würden auch noch mal gerne Danke sagen an die Leute, die uns supportet haben die ganze Zeit, an die Leute, die mit dabei waren bei den Netzpolitischen Abenden, online, live, whatever. Und vor allem noch an die CBase, die das alles ermöglicht. Und auch mal ein ganz spezielles Dankeschön an das Tech-Team, die sich hier tapfer mit der Technik auseinandersetzen und heldenhaft einen Stream auf die Reihe bringen. Unsere Videos von dem 10-jährigen Geburtstag und dem 100. Netzpolitischen Abend gibt es natürlich noch auf YouTube. Da gibt es auch noch ein Background-Video von der CBase, wie die Technik funktioniert und noch spannende Interviews. Es lohnt sich sehr, da reinzugucken. Und dann kommen wir auch schon zum Programm. Und zwar gibt es da zwei Hauptprogrammpunkte heute Abend. Erstens mit Benjamin Dehrin zum Encro-Chat und dann Formulierungshilfe für Digitales im neuen Regierungsprogramm vom Erdgeist. Danach gibt es noch eine kleine Ankündigung zur Privacy Week. Und wenn ihr Bock drauf habt, beginnen wir auch noch mit dem Programm. Und zwar würde ich jetzt an Tom übergeben von der DigiGuess. Ja, ich bin offensichtlich nicht Benjamin Dehrin. Der ist mal wieder krank geworden, nachdem er beim letzten Mal schon krank geworden ist. Das Problem mit den Öffnungen ist, dass jetzt diverse andere Keime unterwegs sind. Und da wir das hier nicht zum so Super-Spreader-Event machen wollten für irgendwelche Kinderladen-Keime, ist Benji nur zugeschaltet. Wir machen das so ein bisschen, wir versuchen das so ein bisschen dialogisch zu machen, damit ihr nicht die ganze Zeit dieses etwas verschwommene Bild anschauen müsst. Ja, das ist Benjamin Dehrin, der ist Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler, arbeitet auch an der Ruhr-Universität Bochum mit so einem Schwerpunkt Kriminologie und Grundrechte etc. Genau, hörst du mich, Benji? Kannst du mich hören? Ja, ich kann euch gut hören, hallo. Okay, wir hören dich auch, Technik. Ja. Genau, das Thema heute ist EncroChat. Das haben die meisten wahrscheinlich von euch schon mitbekommen. Es gab in den letzten Jahren, seit Sommer letzten Jahres, füllt das so ein bisschen die Schlagzeilen. EncroChat, für alle, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, das war ein Anbieter von Kryptofonen, ein niederländischer Anbieter, die haben so ein Angebot gemacht, haben Kryptofone angeboten, die mehr oder weniger einfach geroutete Android-Handys waren, wo die Kamera ausgebaut war und wo das zentrale System einfach ein Messenger war, über den dann kommuniziert werden konnte, verschlüsselt. Denen wurde versprochen, dass es alles total sicher sei. Die französischen Behörden, genau, der Server stand in Frankreich. Die französischen Behörden haben irgendwann diesen Server infiltriert und sämtliche Daten irgendwann angefangen, wie das technisch genau gelaufen ist, ist wohl bis heute nicht ganz klar. Haben jedenfalls eine Schadsoftware, also einen Trojaner, auf sämtliche Handys gespielt oder sämtliche Mobilfunkgeräte gespielt, die und haben die gesamte Kommunikation und wohl wahrscheinlich auch alles, was auf diesem Telefon drauf war, durchsucht und haben diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet, über Europol dann die Daten an nationale Polizeibehörden weitergegeben. Insgesamt waren wohl, Benji, du kannst mich korrigieren, ich habe 32.000 Nutzerinnen und Nutzer zum Zeitpunkt, als das Ding hops genommen wurde. Ja, genau, mehr als 32.000 angeblich. Genau. Und die wurden seit 2017, wurde das alles überwacht, also wie gesagt, sämtliche Nutzer komplett überwacht. Im Sommer 2020 gab es eine große Zugriffswelle, in deren Folge dann das Ganze auch abgeschaltet wurde. Und seither laufen ziemlich viele Ermittlungsverfahren, die weitgehend auf Grundlage einzig dieser Daten, die da abgegriffen wurden, laufen.
Da gibt es jetzt, ich glaube, letzte Woche gab es wieder irgendwie Haufen Hausdurchsuchungen. Und genau, in Hamburg will zum Beispiel die grüne Senatorin extra staatsanwaltschaftliche Stellen schaffen, um halt die ganzen Verfahren abzuarbeiten. Das Ganze wird gefeiert als ein großer Sieg gegen die organisierte Kriminalität, die sogenannte. Genau, juristisch ist das allerdings ein bisschen umstritten, ob da nicht doch auch vielleicht ein paar grundsätzliche zentrale prozessuale Garantien nicht vielleicht doch auch unterlaufen wurden. Bislang sehen die meisten Gerichte, die damit befasst sind, das ein bisschen anders. Die haben kein größeres Problem damit. Genau, zum Beispiel, ich hatte hier ein Beispiel, genau, das OLG Hamburg spricht davon, dass es alles ja nur Zufallsfunde seien, die in dem Ermittlungsverfahren gegen die Betreiber der Software oder der Betreiber der Kryptophone angefallen seien und deswegen irgendwie ohne Probleme nutzbar seien. Genau, sehr, sehr viele Wissenschaftler und vor allem auch Rechtsanwälte sehen das natürlich ein bisschen anders. Dazu gehört auch Benjamin und vielleicht kannst du so ein bisschen uns erläutern, was für Probleme du da so siehst. Ja, danke, mache ich gerne. Vielleicht noch kurz zwei Sachen zu dem Technischen, wie du schon gesagt hast. Genau, weiß man es eben nicht, wie es abgelaufen ist, ich jedenfalls nicht. Mein Verständnis nach war das, haben die also so lange gebraucht, um das wirklich in Gang zu bekommen, dass sie erst 2020 anfangen konnten. Und dann haben die das ein paar Monate gemacht, konzentriert und dann eben die ganzen Leute hochgehen lassen. Seitdem benutzt das auch keiner mehr, natürlich. Ne? Die Firma hat also allen Leuten nochmal geschrieben, nachdem sie das gemerkt haben, schmeißt eure Dinger weg. Und dann hatten sie aber eben diese paar Monate. Und das andere ist, dass es im Prinzip von der Verschlüsselung her, obwohl es anders dargestellt wurde, ja nicht wirklich ein höherer Standard ist als, keine Ahnung, Signal oder irgendwas frei erhältliches. Am Ende redet man von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das können die eben nicht ohne weiteres im Lauf abfangen, sondern sind darauf angewiesen, das über irgendwelche Trojaner an der Quelle oder ähnliche vergleichbare Techniken an der Quelle rauszuholen. Dass das so dargestellt wurde als abhörsicher und als besonders hoch, also hat einerseits dazu geführt, dass die Leute das eben auch so vermarkten konnten, die Anbieter, und dafür so Preise nehmen konnten, aber eben auch, dass es jetzt in der Justiz als was total Satanisches aufgefasst wird, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, also ganz viele negative Konsequenzen hat, obwohl es eigentlich von der reinen Verschlüsselung, also von dem, wie sehr wird dem Staat der Zugriff erschwert, nicht viel mehr ist als handelsübliche Verschlüsselungsmessenger. Tom hat ja schon gesagt, die Zusatzgimmicks, die das Handy noch hatte, gibt es natürlich auch. Okay, die rechtliche oder die eigentliche Problematik für mich, die sich da stellt, ist, da ist eine Maßnahme, die so in dieser Form, ja, also indem man 32 oder mehr als 30.000 Nutzer ohne Verdacht gegen die einzelnen Leute überwacht, ihre Telefone monatelang abhört und alles mitliest. Also so eine Online-Massenüberwachung, die wäre in Deutschland ziemlich eindeutig nicht zulässig rechtlich so. Das sehen auch viele dieser Gerichte so, mal mehr oder weniger deutlich in den Entscheidungen der Obergerichte. Das ist aber eigentlich klar. Die Frage ist nur, kann man, also die Justiz sich stellt, kann man Erkenntnisse aus Maßnahmen, die in Deutschland unzulässig wären, ziemlich eindeutig, hier benutzen, nur weil sie aus Frankreich kommen? So, das ist also die Frage. Dazu muss man noch dazu sagen, der rechtliche Grundsatz, der dahinter steckt, hinter dieser Überlegung, ist eben, dass man in Deutschland, nur weil die Erhebung von Beweismitteln rechtswidrig war, noch nicht sagt, dass es verboten ist, sie auch in einem Strafverfahren zu benutzen. Das ist zum Beispiel in den USA etwas anders, aber hier in Deutschland ist es normalerweise so, wenn jetzt beispielsweise eine Durchsuchung ohne Beschluss durchgeführt wird oder was Ähnliches, dann ist die zwar rechtswidrig, das heißt aber noch lange nicht, dass die dort aufgefundenen Waffen, Drogen und so weiter nicht gegen den Beschuldigten verwendet werden können. Das war zum Beispiel jetzt mit der Auslandskonstellation in der Steuer-CD-Sache ganz plakativ, ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, das war glaube ich 2006 oder so, da wurden mehrere CDs mit sogenannte Steuersünder-CDs mit den Bankdaten aus Liechtenstein und der Schweiz angekauft von deutschen Bundesländern und dann Strafverfahren und Steuerverfahren damit gemacht. Da war die Frage, darf man das oder nicht? Da ist eben auch die Idee, nur weil die geklaut waren, die Daten von den Schweizer Liechtensteiner Banken, das gegen das Bankgeheimnis dort verstößt,
heißt das nicht, dass es in Deutschland nicht zulässig wäre, die zu verwenden. Und das soll jetzt eben hier auch fruchtbar gemacht werden, zumal das Ganze ja aus Frankreich stammt und mehrere Gerichte am Anfang sich auf den Standpunkt gestellt haben in Deutschland, das dürfen wir gar nicht überprüfen, ob das rechtmäßig war oder nicht in Frankreich, weil das ja eine Sache der Franzosen ist. Das ist alles falsch, weil das betrifft ja Fälle, in denen die Beweiserhebung oder die Beweismittel an sich, die Methode überhaupt zulässig gewesen wäre. Also ich sollte nicht sagen, das ist alles falsch, es ist nur nicht einschlägig. Die Frage ist dann, hätten die Daten, hätte das Ganze auch in Deutschland rechtmäßig passieren können? Ne? So ist das ja, man kann eine Durchsuchung dann einfach mit Beschluss, hätte man ja machen können, ne? So sagen die Gerichte, spricht also nichts dagegen, das Ergebnis dann zu verwerten. Die massenhafte, verdachtsunabhängige Online-Überwachung, die wäre aber eben nicht in Deutschland legal möglich gewesen. Und es gibt diese Bauchschmerzen damit, sind in all diesen Entscheidungen deutlich rauszulesen, dass die Gerichte so einen Spagat machen müssen im Kopf. Das wäre bei uns nie möglich gewesen. Das wollen wir auch gar nicht, dass das möglich ist. Bis auf so ein, zwei Ausnahmen. Und trotzdem wollen wir die Dinge jetzt benutzen, weil die wurden uns hierher geliefert. Und es kann ja nicht sein, so steht das auch in manchen ausdrücklich drin, dass wir das jetzt nicht verwenden sollen gegen diese ganzen Drogenhändler und Schwerkriminellen, nur weil das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist am Anfang. Es gibt aber ganz viele Vorschriften im deutschen Strafprozessrecht, die regeln, wann man Daten aus einem Strafverfahren in ein anderes übertragen darf. Und die setzen immer voraus, dass die Maßnahme in dem neuen Strafverfahren, wo man es jetzt benutzen will, auch zulässig gewesen wäre. Das ist ja nicht so. Diese Vorschriften haben sich die Gerichte aber in den ersten frühen Entscheidungen gar nicht angeguckt und dann nicht so ganz genau, beziehungsweise eben so hingebogen jetzt mit dem Wunsch, dieses Ergebnis zu erzielen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das hier gar nicht verwendet werden kann. Wie gesagt, weil es nicht darum geht, ob die ursprünglich rechtswidrig oder rechtmäßig erhoben wurden. Also ob das in Frankreich erlaubt wäre oder nicht, das bestreitet ja fast niemand. Ne? Die französischen Gerichte haben gesagt, das geht. Von mir aus ist es dann eben so, das weiß ich nicht. Ne? Aber das, der Umkehrschluss daraus oder das, daraus folgt nicht automatisch, dass das in Deutschland verwendet werden kann. Das ist so die Basis meiner Überlegungen. Ja, ein ganz zentraler Punkt dabei ist, also weswegen ja so klar ist eigentlich, dass es in Deutschland nicht möglich gewesen wäre, basiert ja auch darauf, dass eigentlich keinerlei Anfangsverdacht oder so bestanden hat gegen die einzelnen Leute. Ne? Es gab einen Verdacht, es gab ein Ermittlungsverfahren gegen die Firma EncroChat selber, aber nicht gegen die einzelnen Leute, gegen die die Maßnahmen dann ergriffen wurden. Jetzt gibt es allerdings tatsächlich auch einzelne Beschlüsse, zum Beispiel das ORG Rostock sagt sowas wie, Zitat, schon die Verwendung, das ist ein Leitsatz, also der richtige Leitsatz, schon die Verwendung eines Krypto-Handys der Firma EncroChat deutet auf ein konspiratives Verhalten zur Begehung und Verdeckung von Straftaten hin und begründet in dem Fall dringenden Tatverdacht, weil es da um einen Haftbefehl ging. Aber also ne, die sagen sogar tatsächlich, ein dringender Tatverdacht wird da schon begründet und allein die Tatsache, dass da so ein Kryptofon benutzt wurde, würde schon den Verdacht begründen oder deutet auf ein konspiratives Verhalten hin. Und das ist ja durchaus problematisch. Also gerade wenn du sagst, irgendwie ist es das Ding selber hat halt nicht viel mehr gekonnt als ein Signal Messenger oder eher noch weniger wahrscheinlich. Wie bewertest du das? Genau, wie du sagst, das ist ein total entscheidender Punkt an der ganzen Sache. Einmal rechtlich und dann auch so ein bisschen politisch. Rechtlich ist ja, wird das einerseits benutzt, um zu sagen, diese ganze Massenüberwachung, die war ja überhaupt nicht verdachtsunabhängig. Die hat sich ja nur gegen Menschen gerichtet, die sowieso ganz schlimm waren und die ohnehin verdächtig waren, einfach nur alleine, weil sie diese App benutzt haben. Das ist also die eine Linie. Ja, also wir haben nicht, sagen die, zigtausende von Geräten und Nutzern monatelang ins Blaue hinein überwacht, um abzuschöpfen, ob da Informationen rauskommen, die für ein Strafverfahren verwendbar sein könnten, also nützlich sein könnten, sondern alle diese Menschen waren schon verdächtig und gegen jeden von denen hätte man schon alleine, weil er die genutzt hat, diese App, ein Strafverfahren einleiten können und im Rahmen dieses Strafverfahrens wäre dann die Überwachung erfolgt. Das ist absurd aus mehreren Gründen. Erstens ist das
nicht das, wie die französischen Behörden, die das auf jeden Fall begründet haben, ne? Sondern die haben gesagt, weil die nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie in Deutschland, wir wollen hier rausfinden, ob da Leute dabei sind, die auch irgendwas gemacht haben, weil wir das glauben. Zweitens begründet natürlich die Nutzung von so einer App, auch wenn sie verschlüsselt ist, auch wenn sie konspirativ ist, auch wenn man seine Kamera ausbaut, auch wenn das so vermarktet wird, es gibt ja viele solcher Apps übrigens, ne, wenn das so vermarktet wird, soll sich an Leute richten, die eben an sowas ein besonderes Interesse haben, aus nicht legitimen Gründen. Das begründet nicht den konkreten Anfangsverdacht einer Straftat, also zum Beispiel gewerbsmäßigen Drogenhandels oder sowas, worum es ging. Das ist doch Quatsch. Also wenn, dann wäre der Verdacht, die haben irgendwas Kriminelles gemacht, möglicherweise, weil sonst hätten sie die App nicht. Aber was genau ergibt sich daraus überhaupt nicht? Und auch schon das, dass diese, ich glaube, wir kommen vielleicht gleich noch drauf, aber dass diese Nutzung von irgendwelchen Verschlüsselungstechnologien und das Bestreben, anonym zu bleiben in der digitalen Welt, den Anfangsverdacht von Straftaten bestätigt, ist eine total gefährliche Vorstellung. Außerdem haben zum Beispiel diese Entscheidung, die du immer jetzt gerade erwähnt hast, am Anfang OLG Hamburg, ist eine der ersten Entscheidungen, die sich tatsächlich mit den Voraussetzungen, die ich jetzt eingangs genannt habe, auseinandersetzt. Die haben das noch so begründet, nee, das richtet sich alles nur gegen die Betreiber, nur gegen die Firma AnchorChat. Die Nutzer haben damit gar nichts zu tun, die werden nur deshalb überwacht, weil sie eben das System dieser Firma nutzen. Um die Verdachtsmomente gegen die Firma zu erhärten, müssen wir aber all diese Kommunikation der Nutzer rausfinden, um damit zu belegen, zum Beispiel, dass die Firma ein Anbieter ist, der Kriminellen ihr System zur Verfügung stellt. Also die haben das so rumgedreht. Das widerspricht sich völlig. Und das hat einen Grund, weil beide Erklärungen so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind. Also, ganz besonders schlimm an diesem Rostocker Beschluss, den du genannt hast und der sich jetzt immer mehr durchsetzt, den jetzt ganz viele noch abgeschrieben haben von den späteren Urteilen, ist, dass die nicht nur sagen, das gibt einen Anfangsverdacht, sondern die schreiben, all diese Nutzer hätten sich sehenden Auges, in eine nicht schützenswerte Sphäre begeben, indem sie diese App überhaupt nur nutzen. Wenn du das runterlädst, diese App, so geht es ja nicht, ne? Du musst das Handy kaufen, aber wenn du dieses Handy kaufst und die App darauf benutzt, dann ist deine Kommunikation in dem Bereich gar nicht mehr grundrechtlich geschützt. Dann hast du einfach keinen Schutz und wir können uns diese ganzen Gedanken sparen. Das ist eine ganz gruselige Vorstellung. Es ist ja immer so, wenn der Staat auf Daten zugreifen will, dass er sich fragen lassen muss, stehen da vielleicht die Grundrechte der Leute entgegen, auch wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass sie damit Straftaten geplant haben oder wie auch immer. Gerade, also für alle Leute gelten natürlich die Grundrechte in jeder Konstellation, egal was man mit den Grundrechten macht oder nicht. Und das ist eben eine Argumentation, die ich finde, wenn man die so liest und wie weit die sich jetzt verbreitet hat, ganz besonders gruselig ist. Das sehe ich ähnlich, aber es gab ja auch in den letzten Jahren diverse, also gerade ne, das staatliche oder staatliche Angriffe oder Versuche, irgendwie verschlüsselte Kommunikation zu untergraben. Einiges, es gab ja irgendwie diverse, vor allem in Kanada gab es irgendwie Sky EEC, Phantom, die Geschichte. Ich glaube, das FBI hat auch selber irgendwie so einen Honeypot angeboten und hat selber so eine Software entwickelt oder so Kryptofone angeboten auf dem Markt, versucht das irgendwie in sogenannte kriminelle Kreise irgendwie zu tragen, um dann die gesamte Kommunikation abzuschöpfen. Das sind so relativ konkrete, bekannt gewordene Maßnahmen, staatliche Maßnahmen der letzten Jahre. Was ja auch sehr klar war, also im letzten Jahr hat ja zum Beispiel die deutsche Bundesregierung nochmal davon gesprochen, dass sie versuchen will, mit Anbietern andere Lösungen zu finden als Hintertüren. Da ist dann irgendwie, ich glaube, die hatten schon sowas im Blick, wie was jetzt mit Apple gelaufen ist, dass Apple versucht hat, dass sie bestimmte illegale Inhalte, in dem Fall Kinderpornografie, schon auf den Geräten selber erkennen. Das hat ziemlich große Begehrlichkeiten bei Strafverfolgungsbehörden geweckt. Es gibt jetzt auch schon in Europa irgendwie erste Ansätze, sowas zu reglementieren oder sowas halt vorzuschreiben. Das für bestimmte, also sind bislang nur Vorschläge, aber es wird auf jeden Fall diskutiert.
Es gibt einen massiven Angriff, erneuten Angriff auf verschlüsselte Kommunikation insgesamt. Zugleich wird aber immer wieder der große Wert von verschlüsselter Kommunikation betont. Jetzt die drei Parteien, die jetzt gerade Koalitionsverhandlungen führen, haben alle in ihren Wahlprogrammen drin, dass verschlüsselte Kommunikation wahnsinnig wichtig ist. Wie passt das zusammen? Kannst du das irgendwie, hast du da eine Einschätzung? Also, dass einerseits irgendwie gesagt wird, ach, das ist so wahnsinnig wichtig, wir müssen die Privatsphäre, verschlüsselte Kommunikation ist Grundbedingung für bestimmte Grundrechte. Und zugleich gibt es irgendwie auf allen Ebenen irgendwie Versuche, das zu unterlaufen. Ja, überraschenderweise habe ich dazu eine Ansicht. Das ist natürlich, genau wie du sagst, absolut das Problem. Der Staat möchte immer die Daten haben und die Strafverfolgungsbehörden, wenn die ermitteln, dann wollen die alles verwenden können, was ihnen da in die Hände gelangt. Diese Beispiele, die du am Anfang genannt hast, das sind im Prinzip, kann man ja, es verschiedene, aber drei größere Kategorien. Man kann versuchen, um an solche Daten zu können, kommen, die verschlüsselt sind oder sonst wie einem nicht zugänglich sind, als Staat die Nutzer zu zwingen, die Passwörter rauszugeben. In manchen Ländern gibt es Gesetze, dass man dann sein Handycode ausgeben muss oder wie auch immer das. Also du kannst direkt die Leute, die den Zugang haben, zwingen, das zu entschlüsseln. In Deutschland bislang so noch nicht, aber es ist ja nicht undenkbar, dass man zum Beispiel einen Zeugen, also du kannst ja nicht den Beschuldigten, sondern den Zeugen, der die Kommunikation auch auf seinem Handy hat, zwingen, das Passwort rauszugeben, das aufzumachen und dann kann das verschlüsselt sein, wie es will, dann können die das eben lesen. Das andere ist, dass man versucht, die Anbieter unter Druck zu setzen. Das war mit manchen, bei Sky zum Beispiel war das so, wird man den Leuten habhaft, die das betreiben, dann kann man die sofort natürlich mit Maßnahmen überziehen. Die wurden da, wurde gesagt, also ihr kommt jetzt entweder selber lebenslang ins Gefängnis, weil ihr hier Straftaten ermöglicht, ne? Und das ist auch schnell, also wenn diese Kommunikationsmittel genutzt werden, zum Beispiel von lateinamerikanischen Drogenkartellen oder so, dann ist die Ermöglichung der Straftaten damit natürlich sofort was ziemlich Schwerwiegendes. Und dann die überreden oder zwingen, mit einem zu kooperieren und irgendwie da zu helfen. Das funktioniert natürlich auch dann nicht so gut, wenn das wirklich Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also vielleicht nochmal das Beispiel Signal, ne? Die haben ja jetzt wieder letzte Woche, glaube ich, eine neue Mitteilung gemacht, dass sie aus Kalifornien in dem Fall gezwungen wurden, die Nutzerdaten rauszugeben. Signal möchte, also ist eine offizielle, ganz normale Firma, die nicht sich irgendwie versteckt und im Untergrund arbeitet und muss insofern auch mit Behörden kooperieren und kann dann eben sagen, wir haben diese ganzen Daten nicht. Wir können euch leider gar nicht helfen, und wir können euch gar nichts rausgeben. Das ist eben immer die Frage, wie gut ist das wirklich alles abgeriegelt. Und die andere Möglichkeit ist eben, da sind wir jetzt, die Anbieter und Nutzer direkt zu hacken oder anzugreifen und auf ihre Telefone zu gehen. All diese Dinge laufen, genau wie du gesagt hast, total diesem Grundsatz zuwider, dass es irgendwie, also IT-Sicherheit was Wichtiges sei, dass Privatsphäre wichtig sei, dass Verschlüsselung vielleicht sogar ein hohes Gut sei, was man entwickeln soll als Technologie. Anonymität dann legitim wäre im Sinne von Privatsphäre und so, das geht nicht. Passt nicht zusammen. Ne? Es gab jetzt auch vor kurzem eine neue Verfassungsgerichtsentscheidung dazu, die ja gerade zum Thema Online-Durchsuchungen gesagt hat, also weil da ist ja der Kontrast auch besonders groß. Es gibt also diese Sicherheitslücken, die der Staat ausnutzen möchte und deswegen geheim halten möchte, damit er seine Staatstrojaner benutzen kann. Verhindert damit aber, indem er sie nicht offenlegt, die von ihm gefundenen oder sogar angekauften Lücken, dass sie geschlossen werden können und gefährdet natürlich damit hochgradig die IT-Sicherheit für alle Menschen. Das sagt das Verfassungsgericht, also dass der Staat jetzt eine aktive Schutzpflicht hat, das war vorher nicht so ganz klar, sich auch um diese Lücken zu kümmern und damit was zu machen. Also der Staat ist verpflichtet, die IT-Sicherheit aufrechtzuerhalten, um den Menschen auch Privatsphäre zu ermöglichen. Das wird doch natürlich besonders da interessant, deswegen jetzt hier im Strafrecht und bei EncroChat, wo es weh tut. Also da sind sicherlich ganz viele Leute dabei gewesen, die furchtbare Sachen gemacht haben und denen könnte man jetzt habhaft werden. So, und dann genau da ist es als Gesellschaft eben die Aufgabe und als Justiz, sich da zu entscheiden, wo man hin will. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, wie wichtig ist uns denn wirklich die IT-Sicherheit oder wie wichtig ist uns Raum für Anonymität, wie wichtig ist uns Privatsphäre, ist eine, die jetzt da ausgefochten wird und die vielleicht sogar dann so ein bisschen am Kippen ist mit dieser furchtbaren Argumentation, die ich vorher erwähnt habe.
Ja, ich hätte noch eine so ein bisschen abschließende Frage. Ich weiß gar nicht tatsächlich, ob du so viel dazu sagen kannst, weil das, glaube ich, ein bisschen von deinem Spezialgebiet runtergeht. Aber derzeit wird ja das Europol-Mandat irgendwie neu verhandelt. Es wird wahrscheinlich demnächst neues ausgeweitet. Es ist ein bisschen umstritten, ob das noch irgendwie auf Grundlage des Lissabonner Vertrages irgendwie so möglich ist. Europol hat ja jetzt hier in den Ermittlungen schon eine sehr aktive Rolle gespielt, indem es eben so eine Verteilerstelle war zwischen der französischen und den nationalen Behörden. Die haben da auch eine aktive Rolle insofern eingenommen, als dass sie eben vorsortiert haben, was in so einem Strafverfahren eine relativ komplexe Sache ist, weil für eine ordentliche Verteidigung muss man eben zum Beispiel wissen, wie ist da eigentlich quasi, oder muss man alle Informationen haben, die tatsächlich in der Ermittlung angefallen sind. Insbesondere hier im Fall wäre ja zum Beispiel auch mal relevant zu wissen, gibt es denn irgendwie valide Zahlen von diesen 32.000? Wie viele sind denn da tatsächlich? Also wie wurde da aussortiert? Gab es eben viele andere Fälle, die nicht, also die unproblematisch waren, die vielleicht Journalisten etc. Solche Informationen hängen jetzt irgendwo bei den französischen Behörden und oder bei Europol. Ist das nicht auch ist gerade über Europa zu spielen nicht auch ein ganz massiver, also eine äußerst problematische Angelegenheit, und bräuchte man da nicht eigentlich auch eventuell eben tatsächlich auch rechtliche, also müsste man nicht da auch die politische Forderung aufstellen, da für entweder europäische Garantien zu sorgen, dass zumindest dafür gesorgt wird, naja, wenn ihr schon solche Daten, so grenzüberschreitende Daten übernimmt, dann müsst ihr gucken, dass das irgendwie euren Maßstäben entspricht. Oder hast du da irgendwie eine Vorstellung, was man da machen könnte oder wie man da sowas lösen könnte? Weil insbesondere mit der deutschen Problematik irgendwie dass illegal erhobene Daten irgendwie dann doch verwendet werden dürfen oder verwertet werden dürfen in einem Strafverfahren, das dann zugleich mit irgendwie sehr, sehr unterschiedlichen rechtsstaatlichen Garantien in verschiedenen Staaten, Frankreich oder auch Ungarn, Polen. Da sehe ich so ein bisschen, gerade was jetzt auch E-Evidence wird kommen im nächsten Jahr vermutlich. Und eben das Europol-Mandat. Ja, genau, also es sind ja zwei Sachen, einmal Europol als Ebene und einmal das europäische Strafrecht quasi. Wie das genau, welche Rolle jetzt Europol gespielt hat oder spielt, dazu kann ich nichts sagen. Die Fragen, die du aufgeworfen hast, sind natürlich richtig. Also viele Dinge, die man eigentlich wissen müsste, um zu verteidigen in so einem Fall oder um als Angeklagte sich damit auseinanderzusetzen, hängen in Frankreich oder bei Europol oder wo auch immer fest. Die Zahlen, die zum Beispiel genannt wurden, wie viele Menschen da jetzt, also aus diesen allen abgehörten oder überwachten Telefonen in Straftaten verwickelt gewesen sein sollen, sind dann, es schwankt irgendwie, mal steht hier 70%, mal 80% oder mehr oder so. Aber selbst das, wer hat das denn bewertet? Wie will man das dann rausfinden? Das weiß man alles nicht. Die Einzelheiten sind einfach nicht überprüfbar für die Leute, sondern man kriegt so ein Endergebnis. Andererseits kriegt man eben dann in Deutschland diese ganzen Daten, die den Menschen betreffen, der angeklagt werden soll, und damit geben sich die deutschen Gerichte dann zufrieden. Die andere Frage ist, es gibt das ja eigentlich schon, aber es wird jetzt zunehmend ein europäisches Strafrecht und Strafprozessrecht. Daten werden aus allen möglichen Ländern abgefragt, die Sachverhalte sind international, die Überwachungsmethoden international, die Strafverfolgungsbehörden arbeiten international. In der deutschen Rechtsprechung ist es total festgeklopft. Also, dass diese Dinge nur nach dem deutschen Recht quasi bewertet werden sollen, wenn es um die Verwendung geht, und nur nach dem ausländischen, also hier französischen Recht, wenn es um die Erhebung geht. Das ist also relativ weit davon entfernt, da eine Situation hinzubekommen, in der man die Gerichte verpflichten würde, wirklich sich beides anzugucken. Das ist wahrscheinlich ein Problem, und das wird, je öfter man solche Daten benutzen will, muss man sich das immer genauer angucken. Die andere Frage ist eben das, was jetzt hier auch vorgeworfen wurde in dem Komplex, befugtes Shopping. Das bedeutet, ein Staat, also hier war es ein bisschen komisch, dass zum Beispiel die deutschen Behörden offenbar im Gegensatz zu Holland, Frankreich, England und so weiter nicht live mitgemacht haben bei der Sache. Und es kommt vielen Leuten komisch vor, dass ausgerechnet Deutschland als doch hauptrelevantes europäisches Land mit großen Strafverfolgungskapazitäten da nicht involviert gewesen ist. Also ist der Verdacht naheliegend, dass die gesagt haben, das
wenn wir da irgendwie unsere Hände mit im Spiel haben. Wir selber dürfen das alles gar nicht. Wir warten schön ab, bis das alles gemacht ist. Ne? Und dann empfangen wir das also es war auch so, dass das angeblich von Frankreich ohne deutsche Anfrage übermittelt wurde, all die Daten. Also nur spontan, wir dachten, das könnte euch interessieren, hingegeben und erst dann ist Deutschland aktiv geworden. Kann sein, dass das so war, ich weiß das wie gesagt nicht, aber es liegt auch eben der Verdacht nahe, dass es den Ländern jetzt immer mehr darum geht zu sagen, wir dürfen das nicht machen, aber ein anderes Land dürfte das machen. Also warten wir, dass das andere Land das macht und nutzen dann die Erkenntnisse. So, man kann da nicht die Augen vor verschließen. Man muss auch als deutsche Justiz und Rechtsordnung das ernst nehmen und sagen, wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen. Wie können Leute sich verteidigen, wenn es um internationale Daten geht? Wie gehen wir damit um, wenn wir Daten aus internationalen Zusammenhängen bekommen? Und da reicht es nicht, auf keinen Fall nur zu sagen, also wir hatten damit nichts zu tun, wir überprüfen nicht, was in Frankreich passiert ist und wir müssen hier nur das Endergebnis anschauen und können die Dinge eigentlich ohne Problem verwerten. Das ist aber, also dann ist es eine Frage, eine gesetzgeberische Frage, wenn es darum geht, diesen Grundsatz aufzuheben, glaube ich. Da ist jetzt in der Justiz wahrscheinlich auf der Ebene zurzeit nicht mehr viel rauszuholen, leider. Ja, ich denke mal, dann werden wir es auf jeden Fall eine politische Aufgabe, sich genau anzuschauen, was mit dem Europol-Mandat funktioniert, wie auch die E-Evidence-Geschichten laufen und wie dann tatsächlich die Entwicklung des europäischen Strafrechts sich in den nächsten Jahren gestalten wird. Gibt es Fragen hier aus dem Publikum? Mir ist bekannt, dass gerade im Bereich der Medienüberwachung durch irgendwelche staatlichen Stellen das Bundesverfassungsgericht sehr kritisch ist. Und zwar doch die Grundrechte der Bürger sehr hoch hält. Ist bekannt, ob nach den Entscheidungen der OLG sind die Haftbefehle ja bestandskräftig geworden, dass irgendein Betroffener dort Verfassungsbeschwerde eingelegt hat oder einen Antrag auf 1-2-D-Anordnung gestellt hat. Willst du? Es wird ganz unweigerlich vom Verfassungsgericht entschieden werden. Das wird aber so ablaufen, dass das erstmal der Bundesgerichtshof, der ja noch nicht da war, die Entscheidungen der Oberlandesgerichte zusammenfassen muss und dann seine Meinung bilden. Und dann wird das zum Bundesverfassungsgericht gehen. Ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sich einmischen wird, bevor das soweit ist, obwohl es das könnte und obwohl auch vorher schon einzelne Angeklagte sicherlich verfassungsrechtlichen Rechtsschutz suchen werden. Im Rahmen des Haftprüfungsverfahrens dürfte der nicht mit drin sein. Ja. Es gab, glaube ich, einen Antrag, der nicht angenommen wurde. Also, okay. Mir ist nur einer bekannt. Der wurde nicht zur Entscheidung angenommen, steht noch, also insofern steht noch aus, dass in der Sache entschieden wird vom Verfassungsgericht. Genau, also ich glaube, es gab mehrere Versuche. Ja. Es gibt noch eine Frage. Ja, Vater. Hinter dir. Aber ich habe schon ein Mikro. Und zwar aus Twitter. ASPI sagt: Was sagt denn der Bundesdatenschutz dazu? Geht da was? Benji? Das ist ja vielleicht eher für dich, Tom, die Frage, oder? Der Bundesdatenschutzbeauftragte ist für Gerichtsentscheidungen nicht zuständig. Deswegen hat er sich da bislang, glaube ich, also er hat eine sehr explizite Meinung über den Einsatz von Staatstrojanern, zu den konkreten Fällen hat er sich meines Wissens jedenfalls noch nicht geäußert. Aber auch einfach, weil aufgrund mangelnder Zuständigkeit. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich dir nochmal vielen, vielen Dank und eine gute Besserung wünschen und vielleicht dann hoffentlich bald auch mal wieder hier live und in Farbe und alles klar. Mit einem Getränk in der Danke, Hand. Danke, viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Noch.